Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Life is Strange. Ja, wir sind hier bei den Wohnheimen. Wir sollen unseren USB-Stick holen. Da ist Logan. Ich glaube, Logan mögen wir alle nicht. Wer bist denn du? I feel like Alyssa and I should be better friends. Okay, wir sollten bessere Freunde werden. Oh. Hi, Max. Wie geht's dir? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Okay. Now if you'll excuse me. Okay, sie will irgendwie nicht wirklich viel Sorry. Mehr. I really have to find out what happens. Sie will nicht wirklich weiter mit uns reden. Glad to see our campus is eco-friendly. Awesome. Wen haben wir denn hier? Victoria? Yeah. Können wir mit ihr auch sprechen? Ja, anscheinend. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. Yeah. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Alter. Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Dude. So, sie wollen uns nicht durchlassen. Ich würde einfach mit meinen Schuhen über ihr Gesicht gehen. Ich würde einfach so. Sorry, no paparazzi allowed. Wenn ich das wäre. Ja. Ich glaube, dass. Sorry, no paparazzi allowed. Wir schauen uns sie nochmal an. That's the first and last time I expect to hear that. Okay. Yeah. Ich wollte ihn ansehen. Ich wollte mit ihm reden. Das geht aber nicht. Wahrscheinlich muss er erst nach unten Sprinkler. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Würde mir gut gefallen. Die Idee. Aber das würde auch bedeuten, dass der... Weiß nicht, dann... Wenn wir den Sprinkler aufdrehen, könnte er von der Leiter stürzen, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, ob er dann von der Leiter stürzen könnte. Können wir auch den Sprinkler aufdrehen? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Ja, wahrscheinlich nicht da. Ich habe echt ein bisschen Bedenken. Think, Max. Rewind and find something. Geh zurück und finde eine Lösung. Nee, das ist mir zu weit. Wir gucken mal. Sprinkler. Ich will nicht so gerne, ob er da runter... Es wäre schlecht, wenn er halt da runterfällt, ne? I need to figure this out. Ich glaube, wir sollen halt da irgendwas machen. Awesome! I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Ja, aber wo ist der Sprinkler? I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. No. Können wir noch viel weiter zurückgehen? Können wir so weit zurückgehen, dass er nicht da hochsteigt? Manipulieren. I can't grab that. Samuel is way too close. Sweet.
There goes Samuel da Vinci to paint the window. Ah, okay. Ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung. Nice, bro. Hmm. A paint bucket next to Victoria. I see a plan. Aber er ist halt zu nah da dran, ne? Wie kriegen wir das denn jetzt hin, bitte? Er ist zu nah dran. So, ist er denn jetzt, jetzt ist er doch weit genug weg. Okay. Okay, let's see if this works. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Okay. I just want to get Victoria the hell out of the way. Wollen wir auch nicht. There goes Samuel da Vinci to paint the window. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Und wo ist jetzt das Sprinklerventil? Irgendwie nicht hier, oder? Ah, doch. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. I must have missed something. I should rewind. Ich habe auch, glaube ich, irgendwas übersehen. Ich weiß nur noch nicht was. Nice, bro. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my genau. Cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Okay, wir haben ihr eine Abreibung verpasst. Wobei es mir natürlich leid tut, dass der Samuel sich jetzt schuldig fühlt. Bruh! Das ist irgendwie ein bisschen schade. Gehen wir mal zur Victoria und sehen, was sie jetzt sagt. Oh, dude. Vielleicht können wir ein Foto machen. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Ist mir egal. Hey, Victoria. What do you want, Max? Trösten wir sie? Komm, wir trösten sie. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. Sweet. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Dude. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. So,
ich weiß nicht, sie ist Victoria nicht Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Linke Maustaste, um das Wohnheim zum Mädchen zu benutzen. Ja, ich weiß noch nicht, ob das alles so gut ist, wie wir das machen. Aber... ja, auch wenn Victoria echt keine gute Person ist... Oh, hier können wir ein Foto machen. Auch wenn Victoria echt keine gute Person ist in meinen Augen, ich muss mich nicht unbedingt auf dieselbe Stufe mit ihr herabsetzen. Also wenn ich sie jetzt verspottet hätte, ne, dann wäre ich This is going to be too damn cute. At least it's not a cat picture. Kein Katzenfoto. There's Kate, looking sadder than usual. Oh, sollen wir mal mit ihr reden? Hi Kate. Hey Max. Wie war der Unterricht? Du siehst traurig aus. Komm, wir sprechen you look jetzt down. Mal drauf an. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Nice, Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Okay, sie Max, will einfach nicht mit get uns a clue. Okay, wir gehen ja schon. Hey. Okay. Football, Max. Big football. Step away. Oh, wow. Noch freundlicher geht's jetzt auch nicht. Awesome. So, er ist der Einzige, mit dem wir noch nicht geredet haben, Logan. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Okay, alles klar. Dann bleibt uns wahrscheinlich Sweet. Nichts anderes, außer da reinzugehen. Und wir haben wieder ein bisschen nette Musik bekommen. Hurry, Courtney. Die kommen mit dem Handtuch gerannt. Victoria is going to be pissed we took so long. So. Wir sind im Wohnheim und ich hatte angekündigt. Jetzt muss ich mal sehen, wo es das gibt überhaupt. Kann man denn das Tagebuch öffnen? Nee, hey, das war es jedenfalls nicht. Ich wüsste, mit welcher Taste wir das Tagebuch öffnen können. Ich wollte eigentlich im Tagebuch nochmal nachschauen, welche Einträge wir neu haben. Nee, zurückspulen wollte ich nicht. Jetzt kommen die natürlich nochmal angerannt. Können wir da irgendwie... Victoria is going to be pissed we took so long. Den in den Weg gehen können wir nicht irgendwie. Das ist die rechte Maustaste. Gute Frage. Ah, ich habe es rausgefunden. Sehr schön. Das war Tab. Die Tabulator-Taste ist es. Ich hatte eigentlich angekündigt, dass wir hier ein bisschen die Einträge noch lesen wollen. So, das haben wir schon gelesen. 25. August 2013. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Wie geil. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meiner T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen und im Second-Hand-Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen oder mit einem süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun. Außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. Das macht mir Angst, aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine neue Welt öffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. Okay. Anders. Bedeutet, vorher ist es nicht so gut gelaufen.
Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer, vorm ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist, verteilt. Ich will hier nie weg, ich will dekorieren, ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's, ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. So, 3. September. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nicht zu früh herumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt, vor Aufregung den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich Dussel wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Wirk. Okay, nächstes. Eins lesen wir noch. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Seufzt. Es gibt noch mehr zu erzählen. Doch, ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. 4. September. Jetzt habe ich schon massig Hausaufgaben. Scheiße, gebt uns doch einen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek, düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografie geredet. Und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein. Oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit den Klicken aussieht. Mit 18 müssten mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Aber das ist falsch. Weniger kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografien recherchieren. Wenigstens. Entschuldigung. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. War geil. Das Tagebuch, gell? Tagebücher von Teenies, ist das echt geil. Dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. Okay. 15. September, das lesen wir jetzt heute nicht mehr. Aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen, ein bisschen aufzuholen. Mal gucken, wie viele da noch kommen. 1, 2. 3. Ah, und da waren wir schon. Okay. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir hin? So. Und hier geht es natürlich auch weiter. Mensch, es sind so viele Tagebucheinträge. Ich glaube, da lesen wir noch. Das haben wir schon gelesen, so. Das lesen wir jetzt noch, weil wir werden immer die aktuellen mitlesen. Alles fühlt sich gerade so surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nun, mit einer Person vielleicht. Aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich Warren anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung. Keine Ahnung, was für eine. Bis ich es durchschaue, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warren möchte, dass ich seinen USB-Stick zurückhaben. Dabei konnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Act X gesehen. Alles von Full Metal Alchemist sowie Faster Pussycat, Kill Kill, krasse Amazonen in Schwarz-Weiß, Tetsuo, voll der Cyberpunk-Trip in unglaublichen Bildern,
und Scott Pilgrim zum circa 1000. Mal. Jo, nächste Seite. Ich habe einen vermissten Poster von Rachel Amber gesehen, einen hübschen Blackwell-Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen und an all die schrecklichen Dinge zu denken, die passieren könnten. Wenn ich 6 Monate zurück könnte, würde ich es sofort tun. Ich musste zurück ins Wohnheim, um Varons USB-Stick zu holen. Victoria und ihre Vortex-Weiber blockierten den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir. Wie in einem Film über die Highschool. Einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich fick dich und dein Selfie gesagt. Es war lustig. Warum musste sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeit einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie zumindest austesten. Victoria so allein auf den Stufen voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Blackwell, sondern wie ein einsames Mädchen, genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob es ihr gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich. Löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also noch Hoffnung. Okay. So, wir verlassen mal das Tagebuch. Und dann sage ich euch hier erst einmal Tschüss und Bye-bye. Schaut wieder rein beim nächsten Mal, wenn wir den USB-Stick holen. Eure Kaluja.